Sehr geehrte Präsidentin, meine Damen und Herren! Hätte Innenministerin Faeser mal so viel Eifer wie bei der Entlassung Schönbohms in ihren eigentlichen Aufnahmebereich investiert, in Grenzschutz, innere Sicherheit, Abschiebungen, dann hätte Deutschland jetzt kein Aufnahmeproblem, Europa keine Migrationskrise, gäbe es die Bilder aus Lampedusa nicht. Denn es läge in ihrer Macht, dem Ganzen ein Ende zu bereiten. Die Migranten wollen vor allem nach Deutschland. Aber Faeser will schon wieder Solidarität zeigen, die Migranten aus Lampedusa aufnehmen. Wenn nächste Woche wieder eine Armada dort anlandet, Deutschland nimmt sie im Zweifelsfall. Frankreich übrigens nicht. Deutschland sorgt dafür, dass der Strom nicht versiegen wird. Dabei hatte Deutschland letztes Jahr dreimal so viele Asylerstanträge wie Italien. Das muss wohl die viel gepriesene EU-Solidarität sein, die den schon am stärksten Belasteten zugunsten der anderen dann immer noch stärker belastet. Wir brauchen keine solidarischen Aufnahmen, keine europäischen Verteilungen, schon gar nicht die CDU-Frau von der Leyen, sondern Entschiedenheit. Niemand aus Innerafrika ist am Mittelmeer auf der Flucht. Deutschland passt flächenmäßig 85 Mal in Afrika hinein, Afrika aber nicht in Deutschland. So einfach ist das. Die Attraktivität Europas wird aber bleiben, denn das Gefälle des Lebensstandards wird bleiben. Lieber in Deutschland auf Stütze leben als in Afrika arbeiten. Also heißt die Lösung, wenn die nächste Flotte von Wohlstandsmigranten in Europa einfällt, gute Rückreise, baut euch einen schönen Kontinent auf. Deshalb sofort Stopp aller Programme, wo Deutschland selbst als Schleuse auftritt. Kein Familiennachzug für illegale Zuwanderer. Der muss nicht in Deutschland stattfinden. Die Sehnsucht scheint nicht so groß gewesen zu sein, als die Quartiermacher vorgeschickt wurden. Von betuchten Familien übrigens, die sich Schleuserkosten und Lebensgefahr gerne leisten, um sich das später im Schlaraffenland Deutschland hundertfach zurückzahlen zu lassen. Aus Nicht-Flucht-, sondern Transitländern wie Tunesien oder Türkei kann niemand aufgenommen werden. Kein Nigerianer ist in Tunesien auf der Flucht. Kein Syrer, Afghane in der Türkei. Sobald diese Länder sich als Sackgasse herumsprechen, versiegt der Strom der Glücksritterkarawane sofort. Afghanische Ortskräfte, ein pervertierter Begriff. Vielleicht gab es ein paar hundert. Die Regierung erfindet 44.000 plus jedes Jahr noch mal 12.000 im Rahmen eines willkürlichen Aufnahmeprogramms. Alles überflüssig. Schluss mit dem ganzen Quatsch. Wenn die polnische Regierung hunderttausende Arbeitsvisa unter der Hand verkauft, Italien sich weigert, dort Erstregistrierte wieder aufzunehmen, wenn Griechenland angeblich nicht zumutbar ist, dann kann Schengen die Außengrenzen selbst nicht schützen. Deutschland muss selber die notwendigen Schutz- und Kontrollmaßnahmen an seiner Grenze mindestens auf Zeit wieder aufnehmen. Und wer Abschieben nicht schafft, darf sowieso erst mal niemanden neu aufnehmen. Stattdessen sendet Faeser aber ganz andere Signale. Chancenaufenthalt für Nicht-Aufenthaltsberechtigte. Turbo-Einbürgerung, sobald der Afghane die drei Buchstaben SPD lesen kann. In Hessen ist die Verzweiflung so groß, dass jetzt sogar Wahlrecht für Asylbewerber kommen soll. Mein Gott, wie peinlich ist das denn? Den unhaltbaren Migrationszuständen verdanken wir explodierende Zuwanderergewalt. Zu Silvester in Berlin, Zerstörungsfeste unserer Neubürger, Freibäder für Mädchen und Frauen nicht mehr betretbar, in den Innenstädten Clankriege, Bandenkompromisse handeln Scharia-Richter aus. Wenn es wieder eine Schlägerei verfeindeter Ausländergruppen gibt, sagt Faeser irgendwo, Gewalt bei uns geht gar nicht. Wenn wieder so ein traumatisierter Betreuungsfall unschuldige Menschen aufschlitzt, sagt sie, wir brauchen wirklich mehr Sozialarbeiter. Und was wollen da alle Parteien außer der AfD? Weiter mit der Zuwanderung aus Nahost und Schwarzafrika. Ampel sowieso. Die Union fordert Hunderttausende jährlich einfach als Kontingent. Was für ein Wahnsinn, meine Damen und Herren. Jetzt bringen Sie die hässlichen Bilder von 2015 in unsere Städte. Bahnhöfe, Parks, Schulen, immer öfter Angstzonen. Täglich dutzende Messerattacken. Zweimal täglich Gruppenvergewaltigung. Schwimmbadterror den ganzen Sommer durch. Schlägereien von Großfamilien in Dauerschleife. Lübeck, Faesers Polizei will die Beweisvideos der Migrantengewalt unterdrücken. Stattdessen alle schnell Wahlrecht. Kein Politiker will diese illegalen Grenzübergänge stoppen, außer der AfD. Wir sagen, Abschieben schafft Sicherheit. Wer Grenzen schützt, schützt Menschen. Aber die Union will die verheerende Migrationspolitik von Ampel-Faeser gar nicht ändern. Sie will AfD-Anträge scheinheilig kopieren, aber gleichzeitig die Ampelministerin Faeser behalten, wie sie uns gestern gezeigt haben. Man muss sich das mal vorstellen. Wer braucht denn so eine Pseudo-Operation? Opposition, die möchte, dass die Regierung im Amt bleibt. Ihr Wähler der Union, ihr Wähler in Bayern, ihr Wähler in Hessen, schaut auf diesen Saal
und erkennt, dass er dieser Union nicht trauen dürft, nicht trauen könnt. Applaus